wenn Schnee und Eis dem Tauwetter weichen. Wenn Frühlingswinde die Mühlen treiben. Wenn in Holland die Tulpen ihre Pracht entfalten. Dann ist für den Landwirt Mitteleuropas die Zeit gekommen, seine Zuckerrüben zu bestellen. Wir zeigen Ihnen heute die neuesten Maschinen und Geräte der Firma Stoll in Breustedt, die alle in der Rübenkultur anfallenden Arbeiten erfassen. Von der Bodenbearbeitung über Aussaat und Pflege bis zur Ernte. Stoll-Juwelgeräte sind DLG anerkannt und entsprechen, gestützt auf eine mehr als 75-jährige Erfahrung im Landmaschinenbau, den modernsten technischen und arbeitswirtschaftlichen Erkenntnissen. Zum Beispiel in der Bodenbearbeitung. Diese Saatbettkombination vereinigt in idealer Form bodenaufreißende Werkzeuge und nachlaufende Stollkrümler. Sie erlaubt gleichzeitig eine exakte Einstellung auf die verschiedensten Bodenverhältnisse. Die Stoll-Saatbett-Kombination schafft es auch hier in nur einer Überfahrt. Achten Sie besonders auf die einebnende und krümelnde Wirkung. Der Zuckerrübenanbau stellt ganz besonders hohe Ansprüche an die Geräte. Bequeme Einmannarbeit bei Geräteaufnahme und Gerätewechsel durch normgerechte Schnellkupplung. Der Stoll-Feingrubber schafft ebenfalls ein gutes Saatbett. Die Krümler werden durch Parallelogramme geführt und belastet. Die Arbeitsbreite kann, ebenso wie die der Saatbettkombination, der Betriebsgröße und Schlepperstärke angepasst werden. Auf einem so vorbereiteten Acker wird das Einzelkornsägerät mit Erfolg arbeiten. Selbstverständlich in Kombination mit der Stoll-Mehrzweckspritze als Bandspritzgerät. Vorteile der Bandspritzung liegen auf der Hand. Einsparen von Spritzmitteln, dadurch geringere Kosten bei höherer Wirksamkeit. Inzwischen sind die Rüben aufgelaufen und die erste Maschinenhacke ist nötig. Moderne Betriebe wissen die Vorteile der Stoll-Juwel-Gerätereihe mit der reaktionsschnellen und hangfesten Zweiradsteuerung zu schätzen. Hier kommt die neue Hackmaschine HK, das ist Hacken und Krümeln, zum Einsatz. Gerade in diesem Stadium ist es wichtig, den Boden zwischen den Reihen so zu lockern und zu krümeln, dass die zarten Rübenpflänzchen ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden, ohne dass Verdunstungsverluste auftreten. Die schräg gestellten Krümler kämmen das Unkraut aus dem gelockerten und gekrümelten Boden. Rübenbau ohne Handarbeit ist heute schon mit Stollvereinzelungsgeräten möglich, wenn die erforderlichen Voraussetzungen wie guter Ausgangsbestand mit gleichmäßigen Pflanzabständen gegeben sind. Die weitere Rübenpflege erfolgt wieder mit Stoll HK in Verbindung mit der Bandspritze zum Ausbringen von Nachauflauf- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln. Stoll-Blattheber an den Hohlschutzscheiben ermöglichen das Hacken der Rüben mit Gänsefußmessern auch bei dieser Pflanzengröße. Die Zeitlupe zeigt deutlich ihre Funktion. Juwel-Hackmaschinen am Stoll-Frontlader oder Frontanbaubock angebaut ermöglichen Einmannarbeit.
Hierbei arbeiten die Krümler hinter dem Schlepper. Der moderne Rübenbauer ersetzt die mühselige Handarbeit von einst durch eine wirksame Unterblattspritzung. Eine letzte Durchfahrt mit der Breitspritze gegen einen späten Schädlingsbefall schließt die Pflegeperiode der Rüben ab.